Willkommen zu Heiger unterwegs. Heute aus Dillbrecht. Ich bin Pfarrer hier vor Ort. Mein Name ist Hartmut Eglinski. Vielleicht erinnern Sie sich an die Schulzeiten. Schulsport, nicht immer eine so sehr bei allen Menschen geliebte Veranstaltung. Ich kann mich noch gut an Völkerball und Abwerfen erinnern. Irgendwie eine Sportart, die durchaus Spaß macht, wenn man mal so richtig dem Ball Nachdruck verleihen kann. Und dann die Freude, wenn man auch mal getroffen hat. Aber der Schmerz, wenn man getroffen wurde. Insbesondere, wenn man von unseren beiden Profi-Handballern getroffen wurde, die da nun so gar keine Rücksicht drauf genommen haben, was passiert, wenn der harte Wurf einen trifft. Abwerfen. Abwerfen, das passiert auch heute, wenn Menschen ihre Sorgen abwerfen, und zwar dergestalt, wenn sie einen Schuldigen suchen, der scheinbar der Auslöser der eigenen Sorgen, Probleme, Nöte ist. So suchen Menschen manchmal sogar ganze Personengruppen als Schuldigen und werfen sie so ab. Keine so besonders schöne Vorstellung, wenn man selbst ein Abgeworfener ist. Aber und vor allem keine Lösung, weil es an der Lösung vorbeigeht, einfach nur einen Schuldigen zu finden, der vielleicht gar nicht so schuldig ist, wie man eigentlich denkt. Schuld und Vergebung, das sind ja die zentralen Themen des Christentums. Und da finde ich es mehr als erstaunlich, was im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7 steht. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was ein starkes Wort. Man stelle sich mal vor, so ein Bündel von schweren Sorgen. Man nimmt sie von einer Hand in die andere, man kommt nicht weiter, man trägt sie vielleicht mit sich in seinem Rucksack. Irgendwo, man kriegt sie nicht los, dieses Sorgenbündel. Und dann heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn. All eure Sorgen. Dieses ganze Sorgenbündel, weg damit, werft es aus auf Jesus. Und da steckt total viel Energie drin in diesem Bild. Wir sollen also unsere Energie zusammennehmen, um das bei Christus abzulegen, abzugeben, so auch eine andere moderne Übersetzung, um das bei Christus abzugeben, was uns eigentlich bedrückt, das Leben schwer macht und für schweren Ballast auf unserem Rücken sorgt, abladen. Aber eigentlich steckt da dieses Werfen. Das heißt, alles auf Christus werfen. Das heißt, er ist das Ziel unseres Abwerfens. Alles Negative auf ihn. Und er verspricht uns, dass er tauscht. Dass er das abnimmt, was uns bedrückt und uns im Gegenzug himmlische Freude schenkt. Dass wir Menschen, die wir in unseren Sorgenstrukturen gefangen sind, weil wir uns immer wieder auf Menschliches verlassen, ist allzu natürlich. In diesen Strukturen gefangen sollen wir abwerfen. Nicht jammern, nicht andere einfach so mal eben zur Rechenschaft ziehen, nicht mich selbst überfordern. Ihm alles geben, damit, und da sind wir wieder bei Heiger unterwegs, wenn wir unterwegs sind, wir uns nicht zu viel schultern, damit dieser Sorgenrucksack nicht zu schwer wird, ja, vielmehr, dass er leer wird und gleichzeitig unser Vertrauen wächst in unseren Herrn und Heiland, der uns lenkt, uns leitet, der regiert, auch in dieser Pandemie, der der Herr ist, auch über die nächste Bundestagswahl, deren Ausgang noch so ungewiss ist. Er herrscht und regiert und ihm, auf ihn werfen wir. Lasst es uns angewöhnen, diese
Energie aufzuwenden, das, was uns das Leben schwer macht, auf ihn zu werfen. Und so seien Sie gesegnet und gehen Sie fröhlich, frohen Mutes, abwerfend durch diese Zeit in Haiger oder auch wo immer Sie unterwegs sind. Musik.